Ja, servus Leute und herzlich willkommen auch wieder hier zu einer neuen Folge LS19 Alpine Challenge hier auf meinem Kanal. Wir machen die Gurte einmal los. Wir wollen jetzt nämlich das ganze Gras hier einmal wegpacken. Das wäre so nämlich der Plan jetzt erstmal, um hier dementsprechend natürlich nach vorne zu kommen. Wir schmeißen die Grasballen trotzdem mal weiter erstmal dahin. Das mit den Silageballen machen wir später, würde ich vorschlagen, wenn wir wirklich Zeit haben. Weil momentan haben wir ein bisschen Stress und Druck hier. Aber trotzdem brauchen wir uns nicht abhetzen hier, sondern können eigentlich das Ganze relativ vernünftig angehen, ne? Das auf jeden Fall. Das können wir relativ vernünftig alles angehen, Leute. So. Ja, relativ viel Gras jetzt gerade hier am Start, ne? Heftig, ne? Wenn ihr euch mal überlegt, was wir hier an Grasballen gerade haben, alter Falter. Das ist einiges, ne? Das ist wirklich einiges, Leute. Und das alles nur von der einen Wiese mal eben einmal mähen, ne? Alter Falter. Heftig, ne? So, nächster Stoß. So, nächster Stoß, ne? Heute Aufnahmemarathon. Samstag, 5. Den 5. haben wir heute, glaube ich. 5. Februar. Heute mache ich wirklich Aufnahmemarathon ohne Ende. Alpine Challenge. Hier auf der Erlengrad, ne? Wir machen heute, oder ich mache heute die Ellerbach. Ich mache heute die Losberg weiter. Ich mache heute die Campaign of France weiter. Minecraft ist geplant. ETS 2, ATS, Railroad Tycoon 2 und einiges mehr. Also, ich weiß nicht, was alles kommen wird oder was ich heute schaffe. Ich versuche, so viel wie möglich aufzunehmen. Heute Abend noch. Ab, denke ich mal, 21 Uhr werde ich dann auf Feierabend machen, ne? Dann werde ich dann noch 1,5 Stunden schneiden, Videos schneiden und sowas. Und dann kann ich dann morgen am Sonntag erstmal eher ruhig angehen lassen, erstmal noch ein paar Videos hochladen, dementsprechend die Videos, die ich dann geschnitten habe und gerendert habe, einmal hochladen und dann sollte ich oder hoffe ich, dass ich für die nächste Woche im Prinzip eigentlich soweit fast alles vorbereitet habe oder schon fertig habe, was das angeht, ne? Schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt. So, Alter, so viel Gras, ne? So viel Gras, Leute. Heftig. Wahnsinn. Das ist einiges. Das ist wirklich einiges, Leute. Aber okay. So ist das, ne? So ist das halt. Aber es passt. Ne? Es passt ohne Ende. Es ist die Frage, wir brauchen wahrscheinlich nochmal Heu, ne? Wir müssen als nächstes vielleicht nochmal Heu machen. Weil Heu sehe ich jetzt gerade keins mehr so großartig, ne? Und Silage wollen wir eigentlich ja weitestgehend verkaufen.
Deswegen da eventuell die Möglichkeit, das nächste Mal aus der Wiese dann Holz machen, anstatt Grasbahn beziehungsweise, ne? Kriegen wir, denke ich, mal hin. So, jetzt als nächstes den Wagen hier noch entleeren. Heftig, ne? Heftig viel Gras, Leute. So. Mal gucken, korrigieren hier. Einmal ordentlich reinfahren und dann passt das. So. Sehr schön. Ich erstaune selber, was das für eine Menge ist, ne? Ich erstaune eine Menge darüber, was das für eine Menge ist. Alter Falter. Das ist wirklich heftig. Das ist wirklich heftig, Leute. Eine verdammt große Menge Gras. Was eine Idee wäre, wäre eventuell eine Heutrocknung. Das wäre eventuell eine Idee, was ich mir vorstellen könnte. Ah, okay. Deswegen, okay. Da ist eine unsichtbare Wand. Okay. Okay, okay. Ne? Geht klar. Heutrocknung, ja, okay. Wäre eine Überlegung wert, ne? Könnten wir uns mal überlegen auf Dauer? Wäre vielleicht eine Maßnahme. Im Prinzip eigentlich, so wie gesagt, nur eine kleine Heutrocknung im Prinzip. Muss ja nicht viel machen. Aber dass wir zumindest immer mal wieder ein bisschen Geld reinbekommen oder sowas durch Verkaufen Heu oder ne, sollten wir eigentlich hinkriegen. Gehe ich mal von aus. So, nächster Ballen oder nächster Stoß. Perfekt. Klappt doch super. Klappt doch super, Leute. Kann man gar nicht anders sagen, ne? Kann man gar nicht anders sagen. Vor allem, ich bin mega stolz mittlerweile, weil ich viele, viele Projekte mittlerweile eigentlich über 100 Folgen habe. Eigentlich schon fast bei 200 Folgen, ne? Ich meine, die Losback ist jetzt fast auf 200 Folgen. Die Campaign of France ist jetzt oder rutscht bald auf 350 Folgen mittlerweile schon. Das Projekt Project Hospital ist auch schon bei über 160 Folgen. Alter Falter. Das ist richtig heftig mittlerweile, finde ich. Finde ich aber auch mega klasse. Finde ich aber auch mega klasse, ne? Dass das eigentlich so gut läuft hier. Also nicht immer Alpine Challenge hier, sondern alle Projekte eigentlich. Das finde ich schon Wahnsinn. Ether ist jetzt auch schon an die 30 Folgen. Auch da geht's weiter. Und wie gesagt, weitere Projekte sind auf jeden Fall geplant.
Das wird noch eine ganze Menge werden. Das auf jeden Fall. So, wir nehmen den Stoß nochmal auf. Stellen den nochmal vernünftig dahin. Hoppala. Und dann holen wir nochmal die letzten vier Stöße, sind das glaube ich. Vier Stöße und einen Ball noch. Um dann natürlich dementsprechend die Wiese leer zu haben. Dann können wir eigentlich schon wieder fast mähen, ne? Dann können wir eigentlich schon wieder fast mähen. Heftig. Weil die Wiese ist hier definitiv wieder fertig gewachsen. Alter Falter. So viel Ertrag, das ist heftig. Der Ertrag ist richtig heftig, ne? Aber ist auch eine verdammt große Wiese. Muss man dazu sagen, ne? Muss man wirklich dazu sagen, ne? So, dann wollen wir mal, ne? Die letzten vier Stöße hier. Fertig machen, ne? Aber noch mal näher dran. Sieht gut aus. Sieht gut aus und ich fahre wieder schief, ne? Perfekt. Okay. So sieht's top aus. So, einmal absetzen. Richtig absetzen natürlich hier. Okay, perfekt. So, dann den nächsten Stoß. Läuft echt gut, ne? Wie gesagt, dann können wir eigentlich schon fast wieder direkt mähen. Mähweg draufjagen, dann sollte es reichen, ne? Dann können wir fast die nächsten Grasbäume wieder holen. Alter Falter. Und ja, ich nehme keinen Autoload, immer noch nicht, nein. Sehe ich nicht ein. Bin ich definitiv nicht dafür, Leute. Ladewagen, ja, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ladewagen geht, ja, aber ist ein teurer Spaß, das auf jeden Fall. Ist definitiv ein teurer Spaß, Leute. Deswegen.
So, einmal runter mit der Gabel, danke. Heftig. Schritt für Schritt geht es weiter hier. Wir machen immer mehr hier. Ich meine, wir haben ja auch viele Tiere zu versorgen, ne? Auf Dauer. Auf Dauer auf jeden Fall, ne? Dauer definitiv. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Der Stoß ist auch drauf. Reicht doch. Reicht doch, Leute. Jetzt haben wir noch den einzelnen Ballen. Der liegt da vorne. Ansonsten haben wir alles runter. Hier von der Wiese. Und dann können wir direkt wieder mähen. Haben noch niemals gedüngt, ne? Haben es noch niemals geschafft zu düngen hier, Leute. Soweit ist es schon gekommen. Ich würde es eventuell auch mal mit Ladewagen probieren. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, ne? Ich meine, fahren müssen wir da trotzdem noch einiges, ne? Das ist das Problem. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall brauchen wir Geld. 88.000 haben wir gerade auf dem Konto, das ist gut. Aber wir brauchen so einiges mehr an Geld, ne? Und das wollen wir uns irgendwie verschaffen. Das Geld wollen wir uns irgendwie verschaffen. Kriegen wir aber hin. So. Einmal ankoppeln wieder. Dann fahren wir wieder zum Hof. Laden das Zeug einmal ab. Dann sind wir damit erstmal durch. Ne? Damit sind wir dann definitiv erstmal durch, Leute. Ich bin mir am Überlegen, ob wir uns definitiv eventuell demnächst mal ein LKW holen mit einer Ladefläche für Ballen, ne? Das wäre eventuell mal eine Maßnahme auf Dauer, ne? LKW sind preiswert, LKW, wie wir zum Beispiel Sosnovka hatten, ne? Den könnten wir eigentlich relativ gut nutzen, der ist nicht wirklich teuer. Und dann ein Trailer quasi als Ladefläche, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ja, wir würden dann mit zwei Maschinen wieder fahren, aber wir hätten definitiv wahrscheinlich mehr Möglichkeiten bzw. mehr Chancen, da ordentlich zu arbeiten, anstatt mit zwei Hängern, ne? Wir müssen definitiv auf Dauer vergrößern, das ist definitiv Fakt. Ne? Das ist definitiv Fakt. Auf jeden Fall. Silageballen haben wir noch. Wir könnten uns jetzt überlegen, ganz dreist zu sagen, wir gehen eben mal gucken wegen Eiern.
Aber ich sehe gerade, die Eier sind noch nicht so weit fertig. Da ist noch einiges, was reingeht. Ja, da geht noch einiges rein, ne? Okay. Milch, schauen wir mal. Wie geht es insgesamt den Tieren? Hühner könnten langsam wieder Futter vertragen, das ist okay. Die Kühe haben auf jeden Fall noch Futter. Strohpellets könnten sie auch nochmal kriegen. Schafe haben noch Futter. Schweine haben auch nicht mehr viel Futter, könnten auch nochmal was vertragen. Pferde könnten nochmal Hafer bekommen. Hafer müssten wir, glaube ich, auch mal wieder pflanzen. Obwohl, ja, 17.000 Liter wird schon eng, ne? 17.000 Liter wird schon eng. Hier, der ist durch. Den können wir nochmal abtanken. Dann können wir hier nochmal das Stroh pressen und verkaufen. Das wäre auch noch eine Maßnahme, die wir machen können. Dann können wir hier vielleicht dann als nächstes Hafer drauf machen, ne? Und ich sehe gerade, das andere Feld ist jetzt auch erntereif. Das ist sehr gut. Dann können wir dann dementsprechend auch direkt weiter loslegen und weiterarbeiten, ne? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. Also, wie gesagt, noch verdammt viel Arbeit auf Dauer. Und wir müssen definitiv größer werden. Größer werden müssen wir auf jeden Fall. So, dann werden wir mal schauen, dass wir dementsprechend hier einmal ackern. Den Drescher ansetzen. Und dann kann der loslegen, ne? Gib Gas. Danke. Der ist relativ gut voll. Der steht hier, den bräuchten wir wahrscheinlich hier unten gleich. Zum Abtanken fahren wir den einfach schon mal nach unten. So ankuppeln sollten wir natürlich auch. Das wäre ideal, weil sonst fahren wir ohne Kipper, ne? Ja, dann schauen wir jetzt mal, dass wir eventuell als nächstes mal das Mähwerk wieder ansetzen. Zu mähen, ne? Kriegen wir hin. Ist jetzt die Frage, wie gehen wir vor? Sollen wir uns lieber erstmal mehr Tiere holen oder lieber mehr Maschinen? Ich meine, Tiere brauchen wir definitiv mehr, weil wir einfach mehr Geld rausbekommen wollen, ne? Wir wollen wenig verkaufen an Rohmaterialien, zum Beispiel Gras, Heu etc. wollen wir wenig verkaufen. Und dann dafür lieber hingehen und das an die Tiere füttern und dementsprechend teuer verkaufen, ne? Also im Prinzip weiter produzieren. Das wäre jetzt so die Maßnahme, die ich mir vorstellen würde, um einfach mehr Geld rauszukriegen. Klar, Wolle bringt wesentlich mehr Geld als Heu, ne? Heu und Wasser, ne? Bringt wesentlich mehr. Und dementsprechend bin ich mal am Überlegen, wie wir das angehen werden. Ich denke mal, wir werden uns mehr Tiere holen auf Dauer noch, ne? Strohverbrauch, alles müssen wir alles machen. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. So, das ist jetzt der Meer, ne? Oder? Wir gucken noch mal. Wir gucken lieber noch mal nach. Häuser. Oder hatten wir den gemietet? Den hatten wir gemietet, ne? 300 Twinkknife. Können Gras schneiden, genau. Das ist das Mähwerk von uns. Mit einer wahnsinnig guten Arbeitsbreite eigentlich, wenn man sich mal überlegt, hier Arbeitsbreite ist hier bei 4,5 Metern. Das ist schon nicht verkehrt, würde ich sagen. Das ist schon nicht verkehrt, ne? Dann kann ich den nämlich direkt wieder ansetzen. Ein cooles Gerät übrigens, ne? Finde ich mega nice irgendwie. Aber ich denke mal, das lohnt sich. Hoppala. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall.
So, setzen wir ihn einfach hier an. Dann kann er seine Runden fahren, seine Touren fahren, ne? Egal wie er fährt. Ne? Guckt mal, was da wie an Gras zusammenkommt. Das ist doch schon heftig, ne? Okay. Gut. Das wäre dann das. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge an die Silagemaschine. Oder Silimaschine, dass wir die hier soweit versorgen. Müssten wir wahrscheinlich mit dem Traktor dran, ne? Kann das sein? Warte, wir nehmen mal den anderen Traktor dafür. Den hier. Nehmen wir mal den dafür, ne? Helfer hatten fast vollen Kontakt. Schon wieder. Alter Falter. Das ist nicht die Seite, ne? Dann ist das die andere Seite, die angekuppelt wird, ne? Eigentlich auch nicht, ne? Nee. Das ist die Rückseite. Ist das etwas schon? Wartet. In Fahrzeug einsteigen. Ach, da. Beim Wickler zuklappen, Motor starten. Okay, jetzt ist der Motor gestartet. Okay. Das heißt, in der nächsten Folge. Moment. Hier haben keinen Verbrauch, ne? Okay, cool. Nur reparieren. Egal. Passt. Passt und läuft. Gut. Dann wollen wir in der nächsten Folge hier mit dem Gerät starten und das Gras soweit fertig machen, wickeln und dann dementsprechend als Silage verkaufen. Das würde mich natürlich freuen, wenn das gehen würde. Würde aber mit Sicherheit gehen. Deswegen werden wir das auch machen. In dem Sinn, danke schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen, 14 Uhr geht's weiter in einer neuen Folge hier auf der Ehrengrad. Bis dahin erstmal, Servus und Tschüss.